Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3. Wir sind jetzt hier in der letzten Folge ein paar Pferderennen absolviert und werden jetzt hier mal weitergehen. Ist hier was zu finden? Nee, ne? Gut. So, in der letzten Folge hatten wir hier, wenn wir hier weiterreiten würden mit dem Rennen, eine Frau gesehen. Vielleicht braucht die ja noch unsere Hilfe. Mal gucken. Lauf, Blitze! Mein guter Junge, Ah, da ist sie. Halt! Erbarm dich einer alten Frau! Eine Du siehst Bäuerin. aber schlimm aus. Das sagt man nicht, wenn jemand hier um Hilfe bittet. Du siehst aber schlimm aus. Alter. Hilf einem alten, schwachen Weib! Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Okay, dann lass mir dir helfen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich habe schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Ah ja. Nun gut, ich repariere die anderen Schreine, aber wenn ich dran vorbeikomme. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege und die Götter werden dich leiten. Aber schlimm aus. 9 Erfahrungspunkte erhalten. Wow, ist ja viel. Verteidiger des Glaubens. Ich meine mal, die können wir mal ruhig machen als Quest verfolgen. Wieso hatten die einen Totenkopf? Ab wann ist die denn? Nebenquests sicherlich, ne? Level 10, ich glaub's ja nicht. Das sind doch nur die Schreine reparieren. Wo sind die denn? Einer ist da und einer ist da ganz unten, okay. Gut, das können wir dann erstmal knicken. Das werde ich dann erstmal nicht verfolgen. Denn wenn die für Stufe 10 ist, dann werde ich das garantiert jetzt nicht machen. Da fehlen mir glatt 6 Level. Und man sollte sich so gut wie es geht an die Level-Vorgabe halten am besten. So, hier ist ein neues Dorf, was wir gleich mal erkunden. Das war, glaube ich, Schwarzwald, ne? Ich glaube, ich habe die Krätze. Dann bleibt mir Langsam. fern. Obwohl, der Geralt kriegt ja keine Krätze und keine Krankheiten. Also von daher. So, Hundspetersilie habe ich gerade gesehen, ne? Tatsächlich. Können wir vielleicht gebrauchen. So, wir gucken uns hier in dem Dorf um, denn wir sind hier neu und vielleicht gibt es ja wieder einiges zu plündern. So. Kuckuck. Und der Geralt kommt rein, guckt nicht mal und begrüßt nicht mal die Leute, sondern steckt alles gleich ein. Wie wir ihn kennen. Hoppala. Was wird aus Temerien? Ja, ne? Habe ich eben zu schnell weggeklickt. So, Geralt, was machst du denn da? Ich möchte doch nur, dass du den einen Sack da aufhebst. Alkohest, okay. So, was haben wir da? Adelslinien des Nordens. Ich finde es gut, dass wir immer mehr Bücher zusammenkriegen. Allerdings, wir kriegen keine Informationen über Bestien und Charaktere mehr, weil wir einfach nur noch Bücher vorlesen. Ich hoffe, das ändert sich bald. Genauso wie ich hoffe, wir können bald ein paar Bücher verkaufen. Die wiegen ja doch einiges. Mal gucken. So, was haben wir hier? Baumwolle. Oder haben wir auch noch was? So. Nun gut, dann waren wir auch hier. Da hinten ist noch eine Hütte. Lass uns da mal hingehen. Lasst uns da mal hingehen. Oh, da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Da will ich hin. Da will ich hin. Definitiv. Aber hier vorne her ist eine Truhe. Ein Becher. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Ich müsste eigentlich mal um die Hütte herumgehen und gucken, ob da was ist. Aber nicht jetzt.
natürlich Bier. Ein paar Krimskrams-Sachen und ein Händler, ein Kaufmann. Nun gut, dann werden wir dem anquatschen. Mal gucken, was der so hat. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Oh, gegen den können wir noch Gwyn spielen. Das ist sehr schön. Was hast du denn anzubieten erstmal? Zeig mal, was du anzubieten hast. Vielleicht hat er ja Karten. Nee, hat er nicht, aber der hat eine Schatzkarte. Adalbert Kermits erste Karte. Es hat auch nur 15 Kronen, die können wir mal kaufen, ruhig. Vielleicht ist das ja eine Schatzkarte, so wie es aussieht. Kaufst du Bücher an? Nicht wirklich. Doch, den kann man Bücher verkaufen. Cool, dann, okay, machen wir aber gleich erstmal oder später. Wir wissen jetzt, wo wir Bücher gut verkaufen. Ja, was heißt gut verkaufen? Die bringen nicht allzu viel hier. Aber wir wissen dann, wo. Ich würde aber gerne erstmal Gwyn spielen. Ja, ruhig 10. Ich will Karten spielen. Wir haben zwar in der letzten Zeit zwar schon oft immer Gwyn gespielt, aber was wir haben, haben wir, ne? So, was hat der denn? Oh, der hat Nilfgaard als Deck, okay. So, was haben wir denn? Wir haben Dijkstra. Wir haben zweimal blaue Streifen. Horn des Kommandanten und Finte. Das ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Ich würde aber allerdings die ja noch gerne austauschen. Das war ein guter Tausch. Und dann würde ich sagen, war's das. So. Mein Gegner beginnt. Okay. So, wir werden natürlich wieder so provozieren, dass er am meisten Karten wieder ausspielt, wenn wir Glück haben. So, wunderbar. Oh, das ist gut. Ja, ich habe ja hier eine Finte-Karte. Das ist nicht schlecht. Die werden wir auch einspielen. Denn ich brauche noch ein paar Karten auf der Hand. Okay. Dann werde ich jetzt nochmal die hier spielen. Kriege noch 2 Karten. Nebel war Fernkämpfer, ne? Ja, Fernkämpfer. Das heißt, wenn ich jetzt Nahkämpfer spiele, 2 Fünfer, müsste ich gewonnen haben. Nicht direkt, weil die gehen ja auf 1 runter. Dann bräuchte ich mindestens 2 Sechser. Beziehungsweise ein Sechser, ein Siebener. Pass mal auf, ich spiele die aus. Spiele die aus. So, das heißt, er hat jetzt nur noch 10 Punkte. Ich brauche jetzt nur noch eine mit 2 im Endeffekt, aber ich werde einen mit einem höher spielen. Oder beziehungsweise ein paar höher. Und habe jetzt gewonnen und werde jetzt passen. Ich kriege ja dann eh wieder eine Karte dazu. Wunderbar. Regen, das ist natürlich nicht so doll. Ich denke mal, der hat kaum Belagerungswaffen, also von daher. Naja, mal gucken, was wir hiermit noch auf die Beine stellen. Wie war das eben mit, die haben kaum Belagerung? Okay, das ist schon mal gut. Dann hebe ich mir die doch nochmal auf. Mal sehen. Okay. Ich denke mal, einmal blaue Streifen kann ich spielen, da die Karte hier höher ist. So. Okay, jetzt ist die nicht mehr höher. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Dann spiele ich jetzt erstmal die hier. Und werde den Katapult dazu holen. Na toll, jetzt hat auch noch strömender Regen gespielt. So, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Er hat 5 Karten. Ich spiele einfach mal strömender Regen. Okay. So. Jetzt setze ich mal den König ruhig ein. Es bleibt mir nichts anderes übrig erstmal. Ich könnte passen, aber will ich jetzt gar nicht.
Ich will eigentlich noch, dass er noch ein paar Karten ausspielt. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde die nämlich jetzt passen. Vielleicht kriege ich das ja schon hin. Mal gucken. Okay, er hat nur noch eine Karte. Wow. Geil. Wir gewinnen. Egal, was das für eine Karte ist, wir haben gewonnen. Klirrende Kälte. Geil. Wir haben gewonnen. So, dann los. Let's go. So, werden jetzt den Horn des Kommandanten legen und zack. Gewonnen. Mal gucken, was für eine Karte wir bekommen oder, ja, kriegen. Also erstmal bekommen wir 20 Kronen, das war ja klar. Und eine Hafgar-Heilerkarte. Hafgar? Sagt mir jetzt gar nichts. Ich guck mal nach. Es müsste aber bei den Skoyatel, glaube ich, sein. Hafgar ist Skoyatel. Tatsächlich. Das ist eine Heilerkarte, die hat allerdings 0 Angriff. Das ist also recht sinnlos. So zum ersten Anschein her. Kann vielleicht doch sinnig sein, man weiß es nicht. Wir werden es heraushören. Nur nicht jetzt. So, der Kaufmann. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal ein Dorf weiter um, würde ich sagen. Joa, haben wir schon wieder ein Gesicht im Gewind. Und unser Vermögen wächst und wächst. Sehr schön. So. Hier ist ein Händler, aber wie ihr gerade seht, ist hier gerade gar nichts. Okay. Bitte, meine Herren. Schnell wie der Blitz, flink wie ein Furz. Auf geht's. Boxkämpfe, cool. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge mal machen. Ich würde sagen, wir lesen noch mal ein bisschen was. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wir schaffen zwar momentan echt kaum was. Allerdings, naja, je mehr wir hier lesen, desto später haben wir mehr Zeit für andere Sachen. Was haben wir denn hier sonst noch? Perlen des Nordens, Novigrad. Alles klar. Niemand kann behaupten, die nördlichen Königreiche bereist zu haben, wenn er nicht in Novigrad gewesen ist. Wenn ich aufzählen müsste, was mich auf meinen vielen Reisen am tiefsten beeindruckt hat, wäre es genau diese große und doch gleichzeitig freie Stadt. Eine Großstadt, die das Kaiserreich würdig ist. Nur, dass die Zivilisation Nilfgaards dies noch nicht erkannt hat. Aus dem Grund leben Scharen von reaktionären Anhängern des ewigen Feuers in diesen wunderbaren Bauten und inmitten dieser einmaligen Infrastruktur für den Handel. Man hat das Gefühl, dass die Macht, die der dortige Hierarch und seine Tempelwache über die Stadtbewohner ausüben, auf Aberglaube beruht. Und dort gilt es, über viele Leute zu herrschen, denn die Stadt verfügt über nicht weniger als 30.000 Einwohner. 30.000, ey. Ist ganz schön heftig für so eine kleine Stadt, also relativ kleine Stadt. Wenn man durch den großartigen Hafen schlendert, der von prächtigen architektonischen Bauwerken umgeben ist, dann ist es nur schwer vorstellbar, dass Novigrad vor Jahrhunderten lediglich eine kleine Elfensiedlung war. Als die Stadt in die Hände der Nordlinge fiel, nahmen die Probleme stark zu, denn bekannterweise sind die Leute aus dem Norden zu vielen fähig. Aber Frieden und geordnetes Zusammenleben gehören nun einmal nicht dazu. Und so gehörte Novigrad zuerst zu Redanien, fiel dann unter temerischer Herrschaft und wurde dann nach unzähligen Kompromissen und Verhandlungen schließlich zu einer freien Stadt. Aber ist diese Stadt wirklich frei? Ich wage es zu bezweifeln, der Einfluss Redaniens ist zu sehr an jeder Straßenecke zu spüren und die Tatsache, dass sich die Stadt auf Radowitz Gebiet befindet, spricht für sich selbst. Bei einem Streifzügen durch die Stadt kam ich an 4 Wassermühlen, 8 Banken und nahezu 19 Pfandhäusern vorbei. Es gibt auch sehr viele Häuser für die einfachen Freuden, wie etwa Tavernen und Bordelle. Und Novigrads Hingabe zum Glauben wird in den 19, das stimmt wirklich, Tempeln, die dem ewigen Feuer gewidmet sind, offensichtlich. Was soll ich noch weiter sagen? Meiner Meinung nach hatte Novigrad alles, um die Hauptstadt der Welt zu sein. Und vielleicht wird es eines Tages auch. Zuvor muss allerdings innerhalb der Mauern der Stadt für Ordnung gesorgt werden.
Ja, und das widerspiegelt natürlich mal wieder was. Das, was ich gesagt habe, dass Novigrad einfach so unglaublich groß ist. Und einfach so, ja, gigantisch ist. Das werdet ihr aber später doch noch selber sehen, wie umfangreich die Stadt einfach ist. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Witcher wieder. Vielleicht dann in diesem Faustkampf. Mal sehen. Also, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.